Hi, mein Name ist Dennis. Ich bin vor kurzem das Atlas Mountain Race gefahren. 1350 Kilometer, 22.000 Höhenmeter, mega krasse Abfahrten, ziemlich heftige Offroad-Passagen und ein Abenteuer, das seinesgleichen sucht. Kurz gesagt, eins der vielleicht heftigsten Mountainbike-Rennen der Welt. Und das ist meine Geschichte und viel Spaß mit diesem Video. Weil es so schön ist, darf ich mein Fahrrad jetzt, keine Ahnung, wie weit hochtragen. Aufgrund von Wettersituationen und Regen leider unklar, ob wir starten dürfen, mit 24 Stunden Verzögerung auf eigene Gefahr. Davon 10 Kilometer. Jetzt gerade im letzten großen Anstieg. Danach kommen nochmal 1100 Höhenmeter circa. Eine Herausforderung für Körper und Geist, das Atlas Mountain Race. So, es ist jetzt 17.20 Uhr. Atlas Mountain Race hat sich um knapp einen Tag, 24 Stunden verspätet, weil gestern gab es mega viel Regen. Und es gab kein Go, keine Erlaubnis von den Örtlichen, weil es da ein, zwei Stellen gibt, die überflutet werden oder gerne voller Wasser sind. Und ja, jetzt warten wir hier, haben immer noch keine Meldung, keine offizielle Meldung, dass es heute losgeht. Gehen davon aus, dass wir um 18 Uhr losfahren ins Atlasgebirge für 1300 Kilometer, 24.000 Höhenmetern. Mein Flug geht am 19. zurück und ja, mit etwas Glück können wir heute starten. Haben Sie dem Menschheit vor Ihrem Ableben irgendwas zu sagen? Fuck yourself. Soll ich ihn sagen? Schnellfahren kommt von langsam fahren oder keine Ahnung. Was sind denn noch so für lustige Sachen? Okay, mir fällt jetzt auf die schnelle Scheine. Du wirst mich jetzt aber auch wieder auf den falschen Fuß erwischen. Weißt du? Scheinbar geht es jetzt doch endlich los, vielleicht. Mal sehen. Vielleicht auch nicht, aber vermutlich ja. Also haben vermutlich vielleicht irgendwann Spaß. Lecker. Gut, überhaupt. That's the greatest thing. Well, good luck. Have fun. Die ersten knapp 30 Kilometer sind auf jeden Fall Straße. Dann sieht man schon über das Atlasgebirge. Es hat gestern ordentlich geschüttet. Und man sieht auf den Straßen teilweise, dass halt auch alles nass ist und dass hier nichts abfließen kann. Und jetzt kommt dieses Berg. Ich fahre den ganzen Spaß mit 32:10:52. Und muss schon sagen, selbst auf dem ersten Anstieg, das knallt ziemlich langsam. Läuft. Jetzt passiert genau das, was passieren musste. Wir sind zwei Alternativen gefahren, keine wirkliche Info darüber. Und irgendwie sind wir alle falsch. Jetzt super annoying. Okay, knapp 70 Kilometer, 800 Höhenmeter. Klappt einigermaßen überall da, wo wir nicht lang sollen, steht die Polizei. Ist halt trotzdem ein bisschen nervig, wenn man ohne Track fährt. Ach ja. Läuft. Der Gerät schläft nicht, der Gerät wird nie müde, aber dem Gerät ist ziemlich kalt. Sind jetzt hier in Höhe Zerchten, 50 Kilometer bis zum Checkpoint, es ist arschkalt. Hab jetzt noch eine dicke Winterjacke angezogen, Handschuhe, kann nicht schaden. Mittlerweile an Checkpoint 1 angekommen. Der Weg bergauf war absolut windig, Katastrophe, die letzten 5 Kilometer bergab, also mehr als so. Checkpoint 1, draußen ist ein Wind und Sturm wie so. Jetzt ist mal 2-3 Stunden schlafen. Preis für die Übernachtung 50 Dirham, top. Es ist jetzt grob 6.30 Uhr, irgendwas gegen 7 Uhr. Der Wind ist so stark, dass man teilweise 45 Grad Winkel fährt, gefühlt. Wird lustig. Hab jetzt 3 Stunden geschlafen und weiter geht's.
So, willkommen beim Sonnenaufgang. Ich habe mir meine Jacke ausgezogen, es ist mega warm. Relativ sind in der Woche am Klettern. Es ist mega steil. Wird ein langer Tag. Und das erste Mal diese Berge und Gipfel sehen, ist einfach ganz ehrlich unbezahlbar. Einfach ein Traum. Und ich würde behaupten, das ist der Grund, warum ich hergekommen bin. Berge, Steine und schöne Aussichten. Und Qual von A bis Z. Tut mir leid, dass die Kamera manchmal so wackelt, aber ist leider Mountainbike-Rennen. Und da sind Steine. Und eigentlich kann man das Ganze gar nicht erklären. Man ist plötzlich in Marokko, klar, ich war eine Woche vorher da, hab mir Marrakesch angeguckt, aber jetzt ist man mitten im Atlas Mountain Race, 3 Stunden geschlafen, halb Bock, voller Energie, Steine und ja, noch mehr Steine. Jeder Ausblick ist besser als der davor. Es ist einfach nur atemberaubend und man ist mittendrin und fühlt sich so klein. Also es klingt zwar vielleicht doof, aber ich hasse diese gefährlichen Abfahrten. Also es geht halt genauso krass runter, wie es bergauf geht. Irgendwie fahre ich lieber bergauf. Da geht's jetzt rüber. Niemals ohne Flussüberquerung. Habe ich schon erwähnt, dass man eigentlich die ganze Zeit Staub einatmet? Also in den letzten Jahren war es so, viele hatten diese Staubkrankheit, husten die ganze Zeit, weil es ist natürlich überall sandig, staubig und deswegen sind auch schon viele Leute ausgeschieden. Allgemein. Der nächste Resupply kommt, wenn ich Glück habe, in 40 Kilometern. Nervt mich tatsächlich ehrlich gesagt, weil ich schon 80 Kilometer unterwegs bin. Seit Checkpoint 1. Also. Trinkwasser. Es gibt zwar hier und da welche Offroad, aber halt super, super nervig und sowas verstehe ich gar nicht. Und wo bliebe der ganze Spaß, wenn man nicht ein paar Meter, Kilometer sein Fahrrad schieben müsste? Am besten bergauf. Klassischer Selbstläufer. Willkommen bei Hike and Bite im Atlas Mountain Race. Ja. Ist alles part of the game. Das war tatsächlich einer der nervigen Parts, weil teilweise gab es auch Wege irgendwo anders nicht auf der Route verzeichnet. Naja, geht besser. Eigentlich sind Steine die besseren Menschen. So knapp die ersten 400 Kilometer sind im Sack und 5000 Höhenmeter seit gestern 18 Uhr, haben jetzt 17 Uhr, gerade gab es Omelette, bis zum nächsten Ort sind es so 130 Kilometer, irgendwo bei Afra, jetzt wird es so nochmal richtig knackig, Wasser gibt es denn erstmal nicht mehr. Höchstens irgendwo off-track. Mal gucken. Wir ein bisschen in die Nacht fahren auf jeden Fall. Und definitiv draußen schlafen. By the way, nachdem ich kurz gesessen habe, merke ich meine Knie aber extrem. So, Taktiken einer Flussüberquerung. Mit Schuhe kann man machen. Vielleicht cleverer. Ich mach's mit Socken. Soll ja Glück bringen. Haha. Achso, ja, übrigens Wasser und so. So, und das muss so. So, letztes Update. Es wird in der Wüste sehr schnell dunkel. Vorteil, Temperaturen fallen. Man kann ein bisschen fahren. Und jetzt endlich auch diesen scharfen Pfeffergeschmack, wie auch immer, vom Moment los.
und kann jetzt ein bisschen fahren. Und ich sag mal so, ich muss ca. 60 Kilometer schaffen, damit ich morgen in der Hitze nicht so viel habe. Das ist wieder einer der Momente, die ich absolut zum Kotzen finde. Immer wieder ist man neben dem Track, obwohl man auf dem Weg ist oder auf dem einzigen Weg. Und vor allem jetzt nachts ist das richtig nervig. Cool, da oben fahren die anderen. Ich hasse es. Kurzes Update aus der Dunkelheit. Ein Stück Richtung Afra ist richtig zum Kotzen. Eigentlich nur Schiebepassage, bin gerade bergab immer gestürzt, weggerutscht. Aber jetzt geht's hoffentlich nur noch bergab. Und natürlich ist es anstrengend, sich dann nachts irgendwo durchzuquälen, aber morgens so eine Aussicht zu haben, den Sonnenaufgang, einfach nur wow. Und damit einen wunderschönen Morgen um 7:30 Uhr. Und jeder Streckenabschnitt hat seine Höhen und Tiefen, schöne Momente, schlechte Momente. Das war definitiv ein schöner Moment. So, und dafür lohnt sich es am Ende doch. Der Pass allgemein ist eine absolute Katastrophe. Viele Schiebepassagen, wenig Wasserpause, allgemein ist gar nicht. Schlimme Anstiege, alles unfahrbar, bewusst gewählt, teilweise neben dem Track. Aber wenn man dann morgens den Sonnenaufgang sieht, lohnt sich das Ganze doch irgendwo und ist dann doch wieder schön. Das sieht schon alles ziemlich hammer aus. Und auch gerade jetzt im Schnitt muss ich sagen, Videoaufnahmen sind fünfmal besser als Bilder, aber es mit eigenen Augen zu sehen, ist einfach tausendmal schöner. So, jetzt gab es eine ewig lange Abfahrt. Mega geil. Da oben war ich gerade. Jetzt richtig tief unten. Und gleich, glaube ich, bei Afra, dann wird Wasser aufgefüllt und danach wird es eklig. Jetzt gerade knapp so bei Kilometer 83, gerade Pause in Afra. Jetzt geht es nochmal 30 Kilometer durch die Wüste. Da nochmal Berge, ja, Sonne. Es ist brechend warm, aber ich habe genug Wasser. Na, auf jeden Fall wieder auffüllen. Knapp Omelette. Das ist eigentlich neben Tagine das, was man hier auf jeden Fall essen kann. Auf die ganzen Süßigkeiten habe ich nicht so Bock. Ich habe auch noch ein paar Gels, von daher mal gucken. By the way, wir haben so 31 Grad. Willkommen am feinsten europäischen Gravel. Ja, fast. Aber ganz ehrlich, so ein leichtes Auf und Ab kann ich so richtig schön ziehen. Hab meinen Spaß, bin in meinem Fiebertraum und find's geil. Mittlerweile höre ich übrigens russischen Hardbass. Knallt. Anstieg. Erstmal eine Schiebepassage, weil zu feine Steine leicht nervig. Das war jetzt gerade eben Omaso-Vase. Ganz nett hier. Kriegt man Tagine oder so, Cola, Wasser. Und jetzt geht's da hoch. Weil es so schön ist, darf ich mein Fahrrad jetzt, keine Ahnung, wie weit hochtragen. Richtig Bock drauf.
wiegt ja zum Glück nichts. Und mal so nebenbei, der Garmin Edge 1040 Solar ist natürlich viel geschaffen für Wetterregionen wie das hier. Also lade den ganzen Tag schon mit der Solarenergie. Top. Mittlerweile gefühlt eine Stunde bergauf und Asphalt. Ziemlich langsam, 5 km/h. Sonne brennt. Läuft. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe irgendwie Gewicht verloren. Ich habe noch einen Rucksack von City Summit immer gehabt. Ja, der ist weg. Den habe ich vielleicht um Omas Oase zurückgelassen. Da war meine Regenhose, meine Gamaschen drinne. War mir jetzt eh zwar zu viel Gewicht, aber dumm gelaufen. Schade drum allgemein. Gut, dass da jetzt nichts super Relevantes drin war, wie Armlinge oder meine Arschrafferjacke, die ich immer anziehe. Aber ja, dumm gelaufen. Jetzt geht es wieder ein bisschen in die Nacht rein. Mal gucken, wie weit ich fahre. Hab wie viele andere natürlich körperliche Blessuren. Hintern so ein bisschen. Halt ein neuer Sattel. Hier und da Rücken. Alles erträglich. Und wenn ich müde bin, packe ich mich in ein Baby. Oh, guten Morgen, wir haben es jetzt 7:45. Ich habe irgendwie aus Versehen länger geschlafen, was mich auch nicht stört. Circa 7 Stunden diesmal sogar. War irgendwann fertig, habe ein bisschen Saddle Sores gehabt. Die Beine merkt man nach 3 Tagen. Von daher ist es vielleicht auch ganz okay, dass man mal länger als 2 bis 4 Stunden schläft. Oh, jetzt haben wir 12 Kilometer bis Dahmut. Da gibt es einen Resupply Point. Hoffentlich was zum Frühstücken. Und dann mal schauen. So, kleiner Zwischenbericht. Ich schraube jetzt ein bisschen am Fahrrad rum. Gestern bin ich irgendwie einmal gestürzt. Offenbar ist meine Aerobars. Einer ist locker, einer ist ein bisschen anders eingestellt. Wie auch immer, vielleicht weil ich gestürzt bin. Was ganz geil ist, habe ich auch bei Patrick und bei anderen schon gesehen, es gibt diese Riser Bars. Damit baut man nochmal 5 cm höher auf. Finde ich vielleicht sehr interessant, vor allem für so Langdistanz-Offroad-Bikes. Weil man halt nochmal deutlich höher sitzt. Wäre vielleicht ganz nett. Gucke ich mir mal an. Ich werde jetzt, wie gesagt, die Kassette sauber machen und ich habe übelste Rückenschmerzen, also immer wieder in dem Bereich oder hin und wieder, weil ich halt so, weiß ich nicht, ich probiere mal den Sattel 2 cm höher zu machen, vielleicht geht es dann weg. Mache mir das natürlich mit Klebern fest, weil ich nichts zu messen habe, falls es nicht passen sollte, ja. Und dann sehen wir uns später. Und Thema Multitool, was ich eigentlich am besten finde, ist immer so eine kleine Stecknuss. Gibt es auch garantiert von Top Peak, theoretisch auch ein Drehmoment. Aber so eine Ratsche macht es halt 5-mal besser als ein scheiß Multitool. Ist 100-mal angenehmer zum Schrauben. So, Sattelstütze sind wieder höher. So viel angenehmer. Also, hab da teilweise richtig gelitten. Weil ich versuche auf Revel-Strecken 200 Kilometer zu fahren. Muss nicht klappen, kann klappen. Jetzt waren es so beim Mountainbike 160, gestern 180. Und naja, ich will nicht sagen, das wäre ein Spaziergang. Wobei, meistens läuft man irgendwie doch eher als zu fahren. Und es ist schon eine Tortur für Körper und für den Kopf. Jetzt ist gerade das passiert, was ich auch teilweise schon gehört habe.
dass halt auch Kinder versuchen, Straßenblockaden zu erstellen, dass du anhalten musst, ihnen Süßigkeiten geben sollst. Mit Steinen hat zum Glück keiner geworfen, aber haben sich mir im Weg gestellt als Menschenkette. Und wie gesagt, zum Glück hat bisher noch keiner Steine geworfen. Und wenn man mal keinen Bock hat auf die Anstiege, einfach mal ein Stück laufen, vor allem bergauf. Man ist fast genauso schnell, es tut den Füßen gut. Ja, und ist vielleicht ganz gut für die Nerven. Hier vielleicht das Beste überhaupt, also Trinkwasser. Also, um mal Real Talk zu machen, also man geht kaum pinkeln, ist klar, das meiste verdunstet, man verbraucht das ganze Wasser. Ich bin seit 4 Tagen unterwegs, war noch nicht auf Klo. Ja. Wasser, also ich komme meistens mit meinem Wasser aus, aber auch diese Brunnen hier in der Wüste ist schon, wenn es mal da ist, ein Traum. Man muss und kann halt einfach nur sagen, Marokko ist so ein wunderschönes Land. Also so viele Steine, klar, Steine sind Steine, aber unterschiedliche Steine, rote, gelbe, ja, graue Steine, so viele Täler, man fühlt sich so klein und es ist einfach nur ein Traum, da durchzufahren. Klar, es ist anstrengend, aber man wird halt mit jedem Ausblick belohnt. Kleines Update. Noch 3 Kilometer bis zum Checkpoint 2 und dann sind es 300 Kilometer bis Checkpoint 3 und nochmal 300 bis zum Ziel oder mehr. Und es ist halt ein komplett anderes Gefühl, als wenn man nur Bikepacking macht. Es ist ein Rennen, du weißt, du bist gleich im Checkpoint, gleich kannst du auffüllen, hier und jetzt und hast wieder Energie. Und endlich Checkpoint 2, 600 fucking Kilometer. Ganz ehrlich, ich verstehe Menschen nicht, die sowas ohne Musik in den Ohren fahren können. Und ihr so? Also ich mag gerade bitte Namen einfügen. Checkpoint 2, Omelette, was sonst? Cola, Wasser. Und jetzt wird's richtig knackig. Jetzt gibt's 2700 Höhenmeter mindestens. Ja, irgendwie kommt in 30 Kilometern nochmal eine Einkaufsmöglichkeit für Wasser. Werde ich ja nutzen. Wird vermutlich leer zu sein. Das Coole ist, dass man in Checkpoints meistens auch schlafen kann. Und da geht's jetzt hoch und durch. So, von da oben kam ich gerade. Und hier ist so ein riesengroßes Tal und man fühlt sich da einfach nur winzig. Nach der Abfahrt von irgendwo da hinten habe ich jetzt Steine, Steine, Steine. Mal so nebenbei angemerkt, die Zeit hier beim Atlas Mountain Race fühlt sich sowas von unwirklich an. Ich bin jetzt den 4. Tag unterwegs. Klar, man ist auf das hier konzentriert, zur Außenwelt, zu den Freunden. Kaum Kontakt. An die Arbeit denkt man nicht, zum Glück. Ist ja auch irgendwie mal Urlaub. Aber man konzentriert sich halt wirklich voll auf genau das hier. Weil man, naja, A, nicht sterben will. Und B, ist das ein Eindruck, der halt auch so unwirklich ist, dass er halt richtig groß ist. Tag 4, Kamele. Und ab und zu ein Esel. Und irgendwie so ein ziemlich lustiges Phänomen an Marokko. Du denkst, oh, da ist jemand. Oh, da steht was. Und dann denkst du so, oh, doch nur ein Stein. Ständig. Aber der nächste Ort ist wohl 10, 15 Kilometer entfernt, Takmut. 10 Kilometern geht es auf jeden Fall Offroad
Vielleicht ist da noch ein Laden, hab ja das Problem mit Wasser. Hatten die anderen vorne auch ein bisschen geteilt, weil ich nicht so viel auf der letzten Passage getrunken habe. Gerade hat ein Auto angehalten und hat mir eine Banane gegeben. Wäre zwar nicht nötig gewesen, aber ziemlich nicer Move. Das kann man positiv und negativ sehen. Die meisten Kinder hier sind freundlich. Einen Bekannten, einen anderen Fahrer, wurde das Rotlicht geklaut. Hat er heute, wie schon erzählt, diese Kinderkette, die versucht nicht anzuhalten. Mit der Lampe, also er hat Nelson, den Veranstalter, angerufen, angeschrieben. Er hat die Polizei geschickt und dann haben sie das nicht wiederbekommen übrigens. Hatte gerade so eine schwierige Situation. Klar, du bist hier der Touri, du bist hier der Weiße, du bist hier der mit dem Fahrrad, du bist hier der, den man noch nie im Leben gesehen hat. Da muss man sich auch bewusst sein. Und vor allem die kleinen Kinder sind da natürlich gehypt. Entweder hoffen sie auf Schokolade oder sind aufdringlich freundlich. Klar, das ist wie bei uns in unserer Realität, wie auch immer, ist sich schwer sagen, aber ich sag mal vor allem abends, wenn man auch weiß, es kann auch schief gehen, allein in Marokko, ich sag mal, du willst halt nicht der Idiot sein, der beklaut wird um 20.30 Uhr nachts ohne Handyempfang. So mal nebenbei. Hier geht es richtig fett Platten runter, was ich natürlich allgemein, da ist ein Abgrund. Ja, so noch 50 Kilometer bis zum nächsten Ort, also bei 87. Quäl mich gerade den dritten Pass hoch, also es geht. Ich würde sagen, das ist jetzt mein Stärken, dieses leichte Berliner minimale Anstieg. Hauptsache schlechter Untergrund. Und das hier ist gerade so voll das Ding, voll der Hype. Wir sind jetzt hier beim Canyon. Hier muss man jetzt echt in den Canyon reingehen, weil der Weg eingestürzt ist. Und es hieß, ja, ist machbar. Man sieht es nicht, aber da müssen wir jetzt hoch. Guten Morgen, es ist jetzt so ca. 7:30 Uhr. Der Müllhaufen, über den ich die ganze Nacht schon fluche, ist scheinbar die Colonial Road oder Old Colonial Road. Ich hasse es, ganz ehrlich. Scharfe Kanten, tief nach unten, weiß ich nicht. Ich bin jetzt nachts durchgefahren, habe jetzt schon seit ein paar Stunden kein Wasser mehr, jetzt noch 13 Kilometer. Würde ich nicht so viel jammern, wäre ich auch schon längst da. Allerdings macht der Laden bestimmt jetzt auch erst eine halbe Stunde auf und da passt es ganz gut. Hab's hinter mir, aber wie gesagt, also so ohne Kante, weiß ich nicht, ist nichts für mich. Und auch so Thema Wasser, bin ich echt froh, dass wir in Deutschland so ein gut ausgebautes Tankstellennetz haben. Da kann man schimpfen, so viel man will. Irgendwas ist immer offen, manchmal. Wir sind zum Checkpoint 3, sind ca. 120 Kilometer. Ich glaube, ich werde erst versuchen, da zu schlafen. Zumindest bin ich jetzt von dieser Old Colony Road runter. Hab gefrühstückt, wieder genug Wasser. Jetzt soll allerdings genau kommen, aber es wird auch warm. Von daher mal ein bisschen ballern, ein bisschen fahren und Wasser trinken. Überraschung des Tages. Heute gibt es wieder Berge. Eine in Marokko. Läuft. Also gerade im Bereich habe ich überall diese kleinen Steine oder mittelkleinen Steine. Richtig anstrengend drauf zu fahren. Macht voll Bock. Geht so. Randbemerkung. Eine Etappe ist fieser als die andere. 8 Kilometer den Spaß. 10 Kilometer den Spaß. Läuft. Wie gesagt. Beim Schieben ist man oft genauso schnell wie beim Fahren und spart sich Kraft.
So, ich habe mich jetzt mal ganz spektakulär hier die Sonne geschillt. Ja, Boden geht eigentlich so. Da ich ja immer noch nicht geschlafen habe, merke ich aber auch, dass meine Beine ein bisschen nachlassen. Erstmal so 20 Minuten ein bisschen geschillt, kurz die Augen zugemacht. Versuche heute bis zum Checkpoint 3 zu kommen und da vielleicht ein bis zwei Stunden zu schlafen. Der Wind knallt übrigens so hart, dass ich mir Armlinge und Jacke angezogen habe. Ich bin gerade in so einem kurzen Leistungstief, aber gleichzeitig motiviert. Ich habe noch 60 Kilometer bis zum Checkpoint 3. Da werde ich dann noch versuchen zu schlafen. Und dann sind es bloß noch 330 Kilometer ins Ziel, 6000 Höhenmeter. Heißt also, ich könnte theoretisch schon Freitag da sein. Da sind sogar noch zwei. Also bleiben noch der Samstag und der Sonntag. Und so sieht das Ende dieser, naja, super tollen Asphaltstraße aus. Es ist zwar alles anstrengend, aber jeder Augenblick lohnt sich. Vor allem im Nachhinein. So viel man auch unterwegs meckern mag. Also jetzt habe ich gerade einen riesen Schreck bekommen, dass mein Akku von der Schrammschaltung alle ist oder fast alle ist. Sagt er mir nur schon seit zwei Tagen, bin jetzt damit 900 Kilometer knapp gekommen. Pack den anderen rein, geht nicht, läuft. Habe jetzt zweimal aufgedrückt und ja, ich kann mich damit nicht aus. Aber läuft. Übrigens in dem ersten richtig schönen Ort, wo Palmen, alles sauber ist, kein Müll, Mülleimer. Also das habe ich seit noch gar nicht gesehen. Ich habe hier so eine richtig coole Passstraße. Also der Wind ist ganz angenehm, Temperatur ist angenehm, nicht zu hoch. Und das Tolle ist, ich habe sie ganz für mich alleine. Keine Autos, keine Radfahrer. Also vor und mal, aber wirklich echt angenehm, schöne Aussicht, da könnte ich etwas machen. Stell dir vor, du bist 900 Kilometer vom Atlas Mountain Race gefahren, dann wird dir erzählt, 90 Leute sind raus, haben gescratcht, es gibt die Option zu duschen, zu essen und zu schlafen. Was würdest du tun? Also, guten Morgen von Checkpoint 3. Haben jetzt eigentlich alle, fast alle hier im Hotel geschlafen. So, sind noch ein paar Fahrräder da. Jetzt sind noch 330 Kilometer auf dem bisschen. Das Duschen war eh Hammer, essen und sich ein bisschen erholen. Haben irgendwie auch schon mindestens 90 Leute gescratcht, wie es aussieht. Jetzt kommen diesmal so 200 Kilometer, 4000 Höhenmeter und mal gucken. Auf jeden Fall fahre ich gleich entspannt weiter. Haben wir jetzt glaube ich so 4 Uhr gefrühstückt und weiter geht's mit dem Atlas Mountain Race. Direkt nach CP3 einfach mal über eine Müllhalde geschickt zu werden. Halt, stopp! Vermutlich war ich dumm, war falsch, es war ein Fehler von Garmin. Vielleicht nicht die Strecke. Ganz witzig, wenn die Kurven abwärts zu krass sind, dass Garmin backen bleibt und immer wieder auf Warnsignal geht. Noch nie gehabt. So, ich war gerade in einer kleinen Stadt, bisschen aufgefüllt, denn Regel Mainz, man muss auffüllen, wenn man kann und sich nie darauf verlassen, dass da gleich noch was kommt. Witzigerweise war das sogar eine der wenigen Situationen, wo man Handyempfang hatte und ich konnte die ganze Zeit telefonieren. Richtig gut für die Motivation. Also ein paar Daten. Ich bin theoretisch auf Platz 76 grob. Ist zwar nicht relevant, aber trotzdem nice. Es war viel Straße, aber das hier, ich habe gerade nicht gefilmt, aber auch gerade eine sehr knackige Abfahrt. Beziehungsweise ich bin noch drinnen, leider. Ah, knallt schon.
Okay, das Gezeigte war jetzt harmlos. Davor war es wirklich schlimm. Aber ich bin auch wirklich kein Bergab-Mensch. Ich fahre lieber bergauf. Das macht mir sogar Spaß, aber bergab geht so. Und von da komme ich her und glaube, irgendwie da muss ich. Und irgendwie hat echt jede Etappe ihr Highlight. Es gibt so viele Aussichten, so viele Ausblicke, so schöner Untergrund. Perfekt für Mountainbike. So, gerade ein bisschen Taktik gemacht. Ich habe vorne meine Bremsbeläge gewechselt. Einfach mal, weil die durch sind. Habe vorne eine große Bremsscheibe dran. Die zieht, glaube ich, auch ein bisschen mehr. Hinten ist alles super. Und da ich noch 6000 Höhenmeter habe und ich wieder runter muss, oder wie auch immer, es ist vielleicht ganz geil, wenn ich auch vorne bremsen kann. Macht sogar richtig Spaß, bergauf zu fahren mit der richtigen Übersetzung. Und auch wenn ich mich wiederhole, diese Region war halt so anders als alles, was man bisher gesehen hat. Ich weiß nicht, wie es anderen so geht, aber gerade wieder so eine ewig lange Abfahrt und vor allem Offroad, auch allgemein jetzt, klar, ich bin schon ein paar Tage unterwegs, ich finde es immer so mega anstrengend für den ganzen Körper. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Jetzt mal eine kleine Schiebepassage mal wieder. Ist übrigens auch ein Anstieg. Ist ganz witzig. Mal sehen, wie es gleich wird. Übrigens, es ist mal wieder brechend warm. Geschätzt wieder um die 30 Grad. Richtig clever da am Berg hoch zu radeln. Das ist alles mega anstrengend. Aber natürlich lohnt sich das. Jedes Mal. Und wer Bock auf das Atlas Mountain Race hat, nur zu. Ihr werdet es bereuen. Es wird eine Woche später Spaß machen. Manchmal zwischendurch auch, weil man sieht Dinge, die sind unbezahlbar. Aber es ist auch mega anstrengend. Und Trinken ist halt wirklich das Wichtigste, da viele raus sind wegen Dehydration. Ich finde es auch mal wieder erstaunlich, dass Leute so weit oben dann ziehen im Baum wohnen können, leben können. Muss ich sagen, die Gravel-Passage beim Atlas Mountain Race gefällt mir richtig, richtig gut. Also alles, was so dieses mittelflache Segment ist, was halt eigentlich Gravel ist, ist halt ja, das, was ich so mache und da bin ich stark. Schlechter Untergrund. Meine Schwächen sind, sage ich mal, Klettern, also auf schlechten Untergrund. Das geht so. Und natürlich, was ich halt überhaupt nicht oder kaum kann, sind Abfahrten. Ich kann sie, ich krieg's hin, aber sie liegen mir halt nicht. Ah, ist das geil.
Übrigens, ich finde es richtig, richtig cool, dass so viele Nachrichten über Follow My Challenge kommen. Gerade so 400 Kilometer noch. Weiter so, das ist morgen Ziel. Grüße zurück nach Hamburg. Ich finde das richtig cool, das motiviert auch, finde ich. Und ich habe das erst gar nicht gecheckt, weil ich diese App nicht habe. Aber ich kriege den ab und gucke ab und zu da rein und finde ich richtig nett. Dankeschön. Und natürlich auch in die anderen tollen Nachrichten. Also, fahr halt gerne Fahrrad, gerne dumme Sachen. Leg mich zwar auch gerne auf, aber am Ende habe ich halt trotzdem Spaß. Und wie das nun mal so im Leben ist, man muss sich halt durchbeißen. Okay, jetzt kommt das klassische Brandenburg. 10 Kilometer Sand, soweit ich weiß. Und ganz ehrlich, das Ding hat mir so richtig die Schuhe ausgezogen. So, Update. Ich bin endlich aus dieser scheiß Wüste raus. 10 Kilometer, schießt mich tot, gar keinen Bock drauf. Find's echt erstaunlich, dass viele Mountainbiker halt da wirklich durchfahren können. Bin's jetzt auch teilweise gefahren. Tatsächlich mega anstrengend. Manchmal nicht fahrbar, aber kostet auf jeden Fall richtig viel Kraft. So, Highlight des Tages, die Wüste, der Sand war mega, mega anstrengend. Hab jetzt einen kleinen Laden gefunden, hab mir Danone und sowas reingeknallt und bin jetzt satt, hab ein bisschen Kraft getan und jetzt geht's mal gucken, wie weit ich jetzt fahre weiter. So, guten Morgen. Ich habe gestern doch keinen Bock mehr gehabt, also ich war doch relativ im Sack, vor allem wegen der Wüste, die mich viel Kraft gekostet hat, bin dann noch den ersten Berg fast hochgefahren. Wirklich ewig nur bergauf, aber irgendwann war die Luft halt raus. Habe ich hier einen Kram gepackt, sieht ungemütlicher aus als es ist, ganz ehrlich. Und jetzt ein bisschen länger geschlafen, jetzt haben wir es 6.30 Uhr, habe schon zusammengepackt. Und jetzt sind es noch grob 220 Kilometer, ein paar tausend Höhenmeter, viele. Und ich denke mal, heute fahre ich den halt durch. Ja, hoffen wir. So, mittlerweile haben wir es 8 Uhr. Ich fahre immer noch bergauf, was für ein Wunder. Habe aber schon ein paar Höhenmeter geschafft. Und sich hinzulegen, wenn man fertig ist, ist auf jeden Fall die goldrichtige Entscheidung. Weil so habe ich am Bergauffahren Spaß. Und bin nicht komplett im Eimer und zwinge mich zu Sachen, die ich vielleicht gar nicht will oder die ich aus Ego-Problemen machen möchte. Also wie gesagt, ich finde es eigentlich ganz nett, dass ich auch so gut mit den Höhenmetern klarkomme. Und so entdeckt man immer wieder neue Seiten an sich selbst. Erster Anstieg ist geschafft. Noch nicht ganz das letzte Mal Berge. Haben noch knapp 3.500 Höhenmeter und das Ziel ist da. Beinahe das Problem mit Hunden gehabt. Ein paar Fahrer wurden irgendwie von Hunden angegriffen hier und da. Ich habe gerade 3 Sinnviecher gesehen, die auf mich losgestürmt sind. War zum Glück falsch und bin dann den Berg hochgefahren. Hätte ich ganz ehrlich keinen Bock drauf. Oh. Und du fährst halt irgendwann nur noch deinen Film. Also du fährst bergauf, um bergab zu fahren, und du fährst Straße hoch, um Offroad bergab zu fahren. Es ist ein Abenteuer, es ist toll, aber man möchte irgendwann fertig werden. Das ist schwer zu erklären, aber auch ein bisschen. Also die Abfahrten sind schon fett. Tag 6, was es ist, und ich muss echt sagen, was mich am meisten körperlich anstrengt, sind eigentlich diese Knallerabfahrten, weil ist halt nicht mein Ding. Bergauf gerne, bergunter. Ja. So, da Esel, hier Fahrrad. Wer ist der Esel, ist die Frage. Update, wenn du 4000 Höhenmeter am Stück kletterst, wird es irgendwann langweilig.
Ich habe bisher nie viel über Essen gezeigt, weil entweder gab es die Wahl zwischen Omelette oder Omelette. Bin jetzt kurz vor Paradise Valley und habe mich jetzt doch nochmal entschieden, anzuhalten, was Richtiges zu essen, weil meistens gab es halt Süßkram, was sonst, oder Riegel oder wenig Kalorien und Wasser. Jetzt ist erstmal Tagine. Hab's sogar ohne Tomaten bekommen, weil ich kein Tomatenfan bin. Hurra! Jetzt sind noch ca. 180 Kilometer bis zum Ziel. Das weiß ich, 2000, 3000 Höhenmeter. Ich möchte durchfahren. Von daher ist es vielleicht ganz clever, jetzt doch ordentlich zu essen, statt drei Portionen Kekse mitzunehmen. Und ich finde auch immer das Problem unterwegs, dass man, also in Deutschland ist es relativ einfach, dass ein Supermarkt, kannst du dir viel Kalorien schnell reinziehen, aber hier hat man halt diese Sandcookies, die halt eigentlich auch gefühlt keine Kalorien haben. Und ich muss sagen, die ersten Tage war es ganz praktisch mit dem Omelette, da war es meistens auch ein bisschen deftiger. Und aber in den letzten Tagen war das Essen noch relativ spärlich. Beim Checkpoint gab es Pizza, die hat auch gut geknallt. Und ja, jetzt mal hoffen und Kartoffeln können nie schaden. Nach so knapp 20.000 Höhenmetern und 5 oder 6 Tagen ist losfahren, vor allem bergauf, immer richtig, richtig schön. Nicht. Und ich glaube, das hier ist dieses Paradise Valley. Also mitten zwischen zwei Canyons, Schluchten, wie auch immer, relativ touristisch. Und ich glaube, gleich kommt noch ein größerer Ort in 7 Kilometern. Auf jeden Fall wird es ein knackiger Anstieg. Jetzt gerade im letzten großen, großen Anstieg. Danach kommen nochmal 1100 Höhenmeter circa. Aber gegen das bisher Geleistete ist das vollkommen nett. Um mal so ein kleines bisschen Relation reinzubringen. Garmin hat mir gerade eingeblendet, ich habe für den Anstieg von, ich weiß nicht, vielleicht 1500 Höhenmeter und wie viel Kilometern 2 Stunden gebraucht. Also ich muss sagen, so eine Federgabel für unerwartete Situationen ist doch ganz praktisch. Alter, Alter! Das bedeutet etwa so viel wie bitte nicht schon wieder bergab. Ich glaube, ich habe schon eine Weile nicht mehr wirklich gefilmt. Ich muss sagen, habe jetzt noch ca. 140 Kilometer ein Ziel oder weniger. Und meine Meinung, man guckt sich zum Schluss die Landschaft gar nicht mehr an. Man ist eher darauf fokussiert, ins Ziel zu kommen, Berge hochzufahren, nicht zu sterben. So, endlich an der Ostsee. Ja, ne, großen See auf jeden Fall. 30 Kilometer vor Track. Ah, diese Schwellenwerten. Ich habe gerade so ein kleines Motivationstief. Bin aber auch so ein Mensch, wenn ich keinen Bock mehr habe, will ich es irgendwann zu Ende kriegen. Und ja, gerade könnte ich sagen, reicht jetzt. So, jetzt wird es dunkel, noch 100 Kilometer bis zum Ziel, hab mir gerade ein 3/4 Liter Cola, was auch immer, reingeknallt, Knie, tut ein bisschen weh, sind jetzt ein kleines Viererteam, mehr oder weniger, und könnte 3 Uhr werden mit dem Ziel. Eine kleine letzte Live-Aufnahme vom Ziel, hat noch 27 Kilometer, es stürmt, also 100 Kilometer Gegenwind. Top! Ich reg mich eigentlich nur auf, weil es entweder Müllwege sind, es nochmal ewig bergauf geht, immer dieser Schrott. Also, oh, gut, jetzt gerade endlich auf Asphalt. Ich reg mich massiv auf. Gehört vermutlich zum Spiel dazu. Morgen ist es halb so schlimm. Wir haben es irgendwann nach 1 oder ja, wie auch immer. Also werde ich so gegen 2:30 beim Ziel sein. Es ist mega anstrengend, mega genervt, aber ich will jetzt einfach nur noch fertig werden mit dem Atlas Mountain Race.
Also bevor ich es komplett vergesse, ich bin jetzt gleich im Ziel. Mein Herz rast. War mega anstrengend. Wie glaube ich schon gesagt, 90 Kilometer fast nur Gegenwind. Ja, dann will man vielleicht doch nicht der 86. sein, sondern der 85. Wobei es eigentlich scheißegal ist. Hab unterwegs Leute gesehen, die haben aufgegeben, haben Pause gemacht oder sind schlafen gegangen, weil der Wind halt wirklich brutal ist und der Untergrund mega anstrengend war. Wir sehen uns im Ziel. So, letztes kleines unkonventionelles Update. Ich habe es ins Ziel geschafft in 6 Tagen, 8 Stunden und 36 Minuten. Ehrlich gesagt, ich habe auf den letzten 100 Kilometern keine Lust gehabt, weil die ganze Zeit Gegenwind, der Untergrund hätte schöner sein können. Jetzt ist es natürlich toll, dass ich es geschafft habe, und weil auch sehr, sehr viele sowas scratchen, muss man nun mal leider sagen, aber es gibt immer Kritik, wird es überall geben, in jedem Event. Wir haben uns noch ein bisschen unterhalten, also Atlas Mountain Race ist auch von den letzten Sachen das einfachste. Danach kommt, glaube ich, der Hellenic Mountain Race und Silk Road wird noch mal schlimmer. Da hat man wohl Temperaturunterschiede von minus 15 bis plus 30 innerhalb von einer Woche. Und auf jeden Fall, das war eine Erfahrung, das war mega wild, das war richtig viele Impressionen. Es war, also ich habe so viel gesehen, so viel gelitten, aber auch dazu gelernt. Das Ding war auf jeden Fall eine Hammererfahrung. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Habe ewig davon geträumt und jetzt kann ich von anderen Dingen träumen. Und vielleicht bin ich in einem Jahr auch wieder so weit bereit und melde mich aus Versehen wieder fürs Atlas Mountain Race an. Das war es auf jeden Fall mit dem Atlas Mountain Race. 1350 Kilometer, 22.000 Höhenmeter. Ich habe gelitten wie noch nie im Leben, zumindest auf dem Fahrrad. I can, I will, end of story. Lass dir von niemandem erzählen, du kannst es nicht, du schaffst es nicht. Wenn du es willst, arbeite an deinen Schwächen und dann kannst du alles schaffen. Wir sehen uns im nächsten Video bei der nächsten großen Herausforderung. Bis bald, Dennis alias Just Road Bike.